kein Wort, weißt du? Sau viel durchgemacht. Ich hab euch gerne irgendwie. Vielleicht ist da auch mehr. Nicht. So, was wollte ich jetzt? Ach so. Das Stehen der Sturm, haben wir das schon mal? Wartet. Da waren wir sogar schon mal. Ja, kommt, das nehmen wir noch schnell mal mit. Oder? Sagt die Uhr? Nee. Nee. Vielleicht auf dem Rückweg. Wir machen erstmal. Viel sagen, geschweigen. Wir machen erstmal die Diebesgildenhauptquest. Wo war denn das jetzt? Wo blinkt der Cursor? Ich sehe es immer nicht. So betriebsblind. Moment. Schneeschleierzuflucht. Ort finden. Oh. Okay. Da oben. Das dichteste ist. Und tatsächlich Winterfeste, oder? Ja, von Winterfeste einfach gerade runter. Ja, lass mal nach Winterfeste gehen. Also gerade runter ist relativ. So, wir laufen mal. Mal sehen, was passiert. Sind wir ein bisschen flotter. Wahrscheinlich, wie immer, greift mich irgendwas an. Und so kommt die Ausdauer an, ne? Das ist der Wahnsinn. Oh, das ist ein Troll. Oder so. Oder ein Eisbär. Das ist ein Eisbär, der eine Ziege jagt. Ich mag keine Ziegen. Aber der Eisbär könnte mir auch gefährlich werden. Bleib hier, Meister Petz. Ich will dich looten. So. Guck da. Schrein der Azura. Das müssen wir auch mal machen. Das müssen wir auch mal machen. Da hinten eine Patrouille oder was läuft da lang? Die laufen jedenfalls mit gezogenen Waffen. Das ist schon mal. Nicht so schön. Hier ist noch irgendwo eine Mine, die lassen wir tatsächlich mal außen vor. Ach so, die jagen. Die jagen Wolfgang oder was? Ja, daneben. Naja, was soll's. Ich glaube, wir sind damals mit der Kutsche nach Schneefels, ich weiß nicht, Winterfest gefahren. Ach ne, die haben Fackeln. Kaiserliche, ne? Ah, hier ist die Ruine, zu der wir sollen. Ah, ich verstehe. Moment. Irgendwas getroffen, ne? Das ist also ein Sturmmantel, das andere sind Kaiserliche. Waren Kaiserliche. Möge es mir Segen mit euch sein.
Ja, dann lauf mal, Kollege. Wache von Winterfeste sogar, okay. Ja, die sehen sich halt ähnlich. Das ist... Ja, lustig, dass die Wachen dann auch auf die losgehen. Ich weiß, die Sturmmäntel und die Kaiserlichen stehen ja im Zwist, aber... Dass die Wachen das machen? Sun. Oh, hier sind zwei Ruinen. Das ist nicht das Ding, wo wir hin sollen. Shit. Moment. Kurzer Umweg. Ich glaube, das ist so ein kleineres Ding. Gesellenwinkel entdeckt, okay. Was? Bandit oder? Ha. Wir klopfen mal an. Aha. Stehe. Milch, okay? Nur die Milch macht's. Borvir. Borvir ist Dolch. Okay. Ich glaube nicht, dass wir den hätten retten können, oder? Guck mal, er ist eingeschlafen. Komisch. Einfach so. Elfendolch, der einen Namen trägt. Borvir. Frage, ob es da noch eine Questkette gibt oder irgendwas. Aber... Scheint nicht so. Tja, nun. Sun. Grad mal googeln, was es damit auf sich hat. Ah, guck mal, einer, schau, das sind hier Kultisten. Dachte, die meint mich, aber... Noch jemand ohne Fahrschein? Ach, der da. Ups. Ja. Ich frag nicht. So. Da möchte ich nicht runter. Oh. Ja, richtig sein eigentlich, ne? Sieht jedenfalls richtig aus. Ask.
könnten auch noch ein paar Meter sein. Ha. Übrigens, ich werde jetzt mal so tun, als wenn ich die Questkette nicht kenne, weil die Diebesgilden-Questkette kenne ich tatsächlich. Also ich werde mal so ein bisschen tun, als ob. Ja. Oh, was ist das noch? Ich wusste vornherein, ob, also ist aber so, bevor ich Spoiler-Alarm, Groß-Spoiler-Alarm, für die es noch nicht gespielt haben nach, ich weiß nicht wie viele Jahren, nach 10 Jahren. Ich dachte mir vornherein, wo ich ihn kennengelernt habe, hä, ist das aber ein Arsch, der Mercer frei, ich mag den nicht. Und er ist ein Arsch. Hier ist niemand. Nee, hier ist wirklich niemand, hast du recht, Mercer. Merke ich irgendwas aus der Tasche ziehen? Gut, dass ihr endlich kommt. Ich habe die Ruinen erkundet. Ich bin mir sicher, dass Kalia noch da drinnen ist. Aha. Habt ihr sie gesehen? Nein, ich habe ihr Pferd gefunden. Keine Angst, ich habe mich darum gekümmert. Auf dem wird sie nicht mehr fliehen können. Dann mal los. Ich will sie da drin überwältigen, solange sie noch abgelenkt ist. Ihr geht vor. Wollt ihr, dass ich die Führung übernehme? Ja, okay, na klar. Bleibt konzentriert und haltet eure Augen offen. Kalia ist tödlich wie eine Klinge. Und wir können nichts weniger gebrauchen, als dass ihr in eine Falle tappt und sie damit über unser Hiersein informiert. Naja, ich mache mir eher Gedanken, dass du irgendwo reinläufst, aber okay. Sag mal, wie ist denn Gallus überhaupt gestorben? Vor 25 Jahren stand ich schon einmal vor diesen Ruinen. Gallus wollte mich hier treffen, aber er hat mir nicht verraten, warum. Als ich ankam, trat Gallus aus dem Schatten. Bevor er etwas sagen konnte, durchschlug ein Pfeil seine Kehle. Bevor ich auch nur meine Klinge ziehen konnte, traf ihr zweiter Pfeil mich in die Brust. Okay, ganz alleine gegen dich und Gallus? Ich klingt ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Kalia war eine Meisterschützin und ihre größte Waffe war das Überraschungsmoment. Ich hatte Glück, sie hat mein Herz nur um Haaresbreite verfehlt. Ich stolperte von den Ruinen weg und mein Blick begann sich zu trüben. Da wusste ich, dass die Schlampe ihre Pfeile vergiftet hatte. Na, 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 keine fiesen Worte hier. Das ist immer noch ein anständiger Kanal. Und was ist mit Gallus? Das Letzte, was ich sah, war Kalia, die seine Leiche in eine Öffnung hoch oben auf den Ruinen fallen ließ. Ein schändliches Ende für einen bemerkenswerten Mann. Bis heute bereue ich es, dass ich sie nicht aufgehalten habe, auch wenn der Versuch mein Tod hätte bedeuten können. Das wäre ich Gallus schuldig gewesen. Okay. Was ist denn passiert, nachdem Gallus gestorben ist? Die Gilde verfiel in Chaos. Mehrere Mitglieder versuchten, Gallus frühere Position als Gildenmeister einzunehmen. Um diese Männer scharten sich im Nu eigene Parteien. Der Rattenweg versank in einem Blutbad. Und du hast mitgemacht. Ich habe gesehen, was sie Gallus angetan haben. Ich wollte die Ressourcen der Gilde nutzen, um Kalia zur Strecke zu bringen. Die anderen kümmerte sein Tod kein Stück. Glücklicherweise konnte ich mich durchsetzen. Die anderen Gruppen wurden entweder getötet oder haben Himmelsrand verlassen. Und Kalia? Die internen Konflikte dauerten Monate an. So hatte sie die Zeit, unterzutauchen und ihre Spuren sorgfältig zu verwischen. Ich habe tausende Septime ausgegeben und alle meine Kontakte genutzt, aber sie war wie vom Erdboden verschwunden. Wie gesagt, sie war die Beste. Die kennt mich noch nicht. Erzähl mir etwas über Kalia. Sie war eine dickköpfige Dunmeer. Es musste immer alles nach ihrem Kopf gehen. Aber sie war auch die Beste. Sie hat in einem Monat mehr Geld verdient, als manche Diebe in einem Jahr schaffen. Gallus hat ihr zu sehr vertraut und sie zu nah an sich herangelassen.
Ah, okay, die beiden waren also zusammen. Zusammen. Wenn ihr das so nennen wollt, ja. Wenn ihr mich fragt, hat sie ihn weichgeklopft, um ihn später leichter erledigen zu können. Gallus nannte sie seine kleine Nachtigall. Er war absolut in sie vernarrt. Okay, und warum hat sie ihn dann getötet? Gier, Eifersucht, Verachtung. Wer weiß schon, was sie zu einem solch schändlichen Verbrechen getrieben hat. Aber eines verspreche ich euch. Ich werde es herausfinden, bevor sie ihren letzten Atemzug nimmt. Okay. Ist Mord nicht eigentlich eine Spezialität der dunklen Bruderschaft, der ich zufälligerweise nicht angehöre? Ich habe seit langem eine Vereinbarung mit der dunklen Bruderschaft. Wenn jemand in der Gilde beseitigt werden muss, erledigen wir das selbst. Wir sind beide der Meinung, dass es am besten ist, solche Dinge intern zu erledigen. Aha, naja dann. Auf sie. Mit Gebrüll. Wenn ihr Kalia seht, dürft ihr nicht zögern. Tötet sie. Kommst mit, oder? Ja. Hast du die Tür wenigstens schon aufgemacht? Wo geht's denn hier rein in dem Laden? Hallo? Eingang? Ah. Achso, hier ums Eck oder was? Hä? Achso, oben rum. Naja, gut. Das hätte ich mir auch denken können. Abgeschlossen. Man sagt, dass es manchmal unmöglich ist, in diese uralten Nordgrabhügel einzubrechen. Diese hier sieht nicht besonders schwierig aus. Eigentlich ganz einfach. Ich weiß nicht, was an diesen Schlössern so schwierig sein soll. Man muss nur wissen, wie es geht. Und natürlich verdammt geschickt sein. Wenn man bescheißt, ist das sicherlich auch kein Problem. Nach euch. Ja, wie gesagt, wenn man bescheißt, ist das alles kein Problem. Aber naja, das kriegen wir dann noch früh genug. Wie gesagt, ich kenne die Kette ja, die Kürbiskette. Der war mir vornherein unsympathisch, der Typ. Ach, der Gestank hier drin. Dieser Ort riecht nach Tod. Seid echt wachsam. Ein Grab, das nach Tod riecht. Interessant. Wäre mir so nicht aufgefallen. Er steht nicht mehr auf. Der liegt schon lang. Ah, jetzt bin ich wieder. Ich habe die Axt mitgenommen oder was das war. Darfst du behalten. So. Scheiße. Wer ist da? Wie enttäuschend. Hast du recht. Du bist enttäuschend. Mist. Ich habe das Seil zu spät gesehen für die Falle. Aber naja. Die sind jetzt auch nicht so herausfordernd, die Viecher. Aktuell nicht mehr mit unserem Level. Kommen wir da irgendwie rein, doof gefragt? Da ist eine Kette von innen. Ach, da.